Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse von JFD Brokers. Heute wieder mit den Märkten DAX, S&P, Euro und Gold. Wir wollen uns diesen vier Märkten widmen mit der Big-Picture-Analyse. Also wir wollen uns das große Bild anschauen, gerade nach den volatilen Bewegungen der vergangenen Handelswoche. Der Euro ja stark nach unten gekommen, Gold dann nachgezogen am Freitag, stark nach unten. Die Indizes prinzipiell relativ stark nach oben, wobei der DAX sich ja da etwas stärker entwickelt hat als erstmal die US-Indizes. Aber das hat Gründe, das werden wir uns auch anschauen und hier entsprechend dann auch analysieren. Wie gewohnt vorab zwei wichtige Informationen. Zum einen seht ihr hier den YouTube-Kanal von JFD Brokers bzw. die Trading-Wochenanalyse der vergangenen Handelswoche und möchte hier euch kurz zeigen, wenn euch zum Beispiel nur die S&P-Analyse interessiert oder die Euro-US-Dollar-Analyse oder gar die Gold-Analyse, dann könnt ihr hier unter dem Video auf Mehr klicken oder Show More hier im englischen Modus. Dann seht ihr hier die vier Märkte und wenn ihr zum Beispiel dann nur die Euro-US-Dollar-Analyse euch anschauen wollt, dann könnt ihr dahinter auf die entsprechende Uhrzeit klicken. Und ihr landet im Video direkt an der Stelle, wo dann die Euro-US-Dollar-Analyse anfängt oder speziell dann auch die Gold-Analyse oder eben die S&P-Analyse. Und der DAX, mit dem starten wir ja, der geht natürlich am Anfang direkt los. Wie gewohnt auch, bevor wir starten mit den Wirtschaftszahlen, wo wir immer dann auch hier bei der Trading-Wochenanalyse mal für die komplette Handelswoche raufschauen. Der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet prinzipiell darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr entsprechend die Positionsgröße an euer Konto anpasst, dass all das, was ich hier sage, was ich entwerfe, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern es lediglich ja meine Informationen bzw. meine Gedanken zum Markt sind, die ich dann auch persönlich für mein Trading nutze und dann auch in den entsprechenden Livestreams unter der Woche, die ja hier täglich zweimal von meiner Seite stattfinden, einmal am Morgen DAX Long oder Short um 8.50 Uhr und natürlich am Nachmittag dann meistens um 15.45 Uhr die US Opening Bell, wo wir uns primär dann den US-Märkten widmen. Also hier diese große Analyse nutze ich dann auch für mein eigenes Trading für die komplette Handelswoche, um eben grobe wichtige Widerstände, Unterstützungen und natürlich Richtungstendenzen einordnen zu können und die dann eben für mein Trading zu nutzen. Wir starten mit den Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Es ist erstmal vorab zu sagen, für die Märkte, die wir hier jetzt besprechen, also DAX, S&P, Euro und Gold, sind jetzt für die kommende Handelswoche nicht so wichtige Wirtschaftszahlen eben vorhanden, die jetzt die Märkte wie in der vergangenen Woche die FED-Entscheidung und die EZB-Entscheidung, die die Märkte dann so gravierend bewegen können. Nichtsdestotrotz sollte man hier immer mal einen Blick drauf werfen und wir sehen zum Beispiel am Donnerstag hier, dass eine ganze Menge Bank of England Zinsentscheidung, also der britische Pfund, dann auch vielleicht so ein bisschen der Euro-US-Dollar könnte hier am Donnerstag Bewegung bekommen. Ihr seht hier um 13 Uhr kommt hier eine ganze Menge aus England. Dann eben starten wir am Montag mal Eurozone. EZB-Präsident Mario Draghi spricht. Das wird er am Montag tun, am Dienstag tun und am Mittwoch tun. Also hier mal so ein bisschen ein Auge drauf werfen, aber es ist von der EZB erstmal grundlegend alles gesagt. Die Zinsen sind nicht gestiegen, werden voraussichtlich bis zum Sommer 2019 auch nicht steigen. Das Anleihenprogramm wird voraussichtlich ab Oktober diesen Jahres erstmal halbiert und zum Ende des Jahres höchstwahrscheinlich dann komplett ausgesetzt. Das hat ja auch dazu geführt, dass der DAX und der Euro eben so entsprechend volatile Bewegungen gezeigt haben. Also hier denke ich, dass erstmal nicht mehr so viel Wirtschafts- oder so viele wichtige Erkenntnisse daraus zu ziehen sind aus diesen Gesprächen, dass hier eben die Märkte gravierend bewegt werden. Nichtsdestotrotz immer mal so einen Blick drauf halten, dann eben am Mittwoch in der Nacht aus Japan eben Bank of Japan, geldpolitische Sitzungsprotokoll, das Ganze dann nochmal am Donnerstag, Neuseeland. Also ihr seht hier, könnt ihr drauf schauen, finanzen.net, da findet man den Wirtschaftszahlenkalender. Ich nehme dann immer nur die hohe Relevanz und schaue mir das entsprechend an, um zu wissen, was hier in der kommenden Handelswoche rauskommt. Aber wie gesagt, für uns hier sollte in der kommenden Handelswoche nicht so viel Wichtiges kommen. Somit können wir uns rein der Charttechnik widmen, müssen wir ja tun. Wir müssen uns ja irgendwelche Anhaltspunkte hier für den Markt schaffen, für die Handlungen schaffen. Wir starten wie gewohnt mit dem DAX hier in einer einfacheren Darstellung. Ihr wisst ja, normalerweise im Trading habe ich eben etwas mehr Widerstände und Unterstützungen drin, weil ich einfach im Daytrading auch etwas mehr brauche, weil ich ja am Tage dann auch schauen muss, wo könnte man einsteigen, wo könnte der Markt eben drehen, wo könnte er anhalten. Also hier die Big Picture Analyse immer mit einer etwas einfacheren Darstellung. Wir sehen in der vergangenen Handelswoche erstmal einen starken DAX mit einer kleinen Konsolidierungsphase und dann am Donnerstag diese starke Bewegung ab 13.45 Uhr bzw. etwas danach startend aus dem 850er Bereich bis knapp vor den
den 13.200er Bereich. Also hier eine schöne Bewegung, die mehr als 300 Punkte am Tag ausmachte und auch das Endergebnis zumindest des Futures vom 8 Uhr Eröffnungskurs bis zum 22 Uhr Schlusskurs hier um die 300 Punkte war. Also eine sehr, sehr schöne, volatile Aufwärtsbewegung. Und wir hatten dann auch am Freitag im Livestream gesagt, zwar vorsichtig mit der Abwärtsseite, weil es kann eben nach so starken Momentumbewegungen auch gerne immer nochmals ein Stück weitergehen. Aber ich hatte dann auch gesagt, ja klar, man kann mal schauen, dass sich hier eine Konsolidierung zu dieser starken Aufwärtsphase in Richtung 13.000 vollziehen könnte. Das wäre dann auch oder war auch mein Tagesziel für den Bereich, wenn der Markt eben anfängt, so ein bisschen nach unten zu bröckeln. Das ist dann eben auch der Freitag gewesen, der Test des 13.000er Bereiches und dann der Schlusskurs im 13.050er, 13.060er Bereich. Also knapp oberhalb dieses 13.000er Bereiches. Und ich habe jetzt in den letzten Sätzen dann auch schon des Öfteren 13.000 genannt. Und das wird auch für die kommende Handelswoche erstmal ein wichtiger Bereich bleiben. Warum, weshalb, wieso? Ich fange mal wieder wie gewohnt an, hier so ein wenig in den Chart zu malen, zu zeichnen. Wir hatten einfach in der Vergangenheit sehr, sehr oft, wir sehen das hier Anfang Mai, diese Phase, wo der Markt wirklich lange, lange Zeit, und wir sind ja hier auf einem 4-Stunden-Chart, das war über mehrere Tage, wo der Markt hier erstmal mit der 13.000 gekämpft hat, von der Unterseite immer wieder gegen zurück, um dann irgendwann schon mal das erste Mal diesen Weg Richtung 13.200 zu schaffen. Danach eine etwas stärkere Korrektur, die sich erneut in den wichtigen Bereich 12.600 vollzogen hat. Das haben wir ja auch immer beleuchtet und gehandelt und getan. Und von dort aus dann wieder diese schöne Erholung, diese schöne Aufwärtsbewegung, die dann erneut relativ wichtig durch diesen Bereich durchlief, 13.000, und dann eben gestern bzw. Freitag, vorgestern, hier diesen 13.000er Bereich von der Unterseite oder von der Oberseite nochmals getestet hat. Und wir hatten hier auch nochmal wichtig, Ende Mai auch diverse Tests nochmal dieses Bereiches. Also hier ist wirklich ein wichtiger Bereich, den wir jetzt durchstoßen haben, der jetzt von der Oberseite interessant wird. Und somit ist es hier, wie es auch von der Unterseite ist es jetzt natürlich auch von der Oberseite denkbar, dass wir vielleicht diesen Bereich des Öfteren testen. Ja? Die erste Überlegung ist erstmal, dass der Markt diese enorme Stärke behält. Wir müssen dazu aber auch gleich auf den S&Ps schauen. Also wer sich jetzt hier die DAX-Analyse anschaut, sollte auf jeden Fall sich auch die S&P-Analyse danach nochmal anschauen, weil es ist so, zwar kurzzeitig können sich die Märkte immer mal, und das war auch in der Vergangenheit so, dass sich DAX, S&P und Dow Jones teilweise auf Tagesbasis schon mal so ein bisschen abgekoppelt haben voneinander. Es war teilweise so, dass eben zeitweise der DAX stärker war als die US-Märkte, also die US-Märkte immer mal wieder doch wieder so ein bisschen Schwäche zeigten, der DAX dafür stärker. Dann war es kurze Zeit etwas andersherum, dass die US-Märkte etwas mehr Stärke zeigten und der DAX nicht. Und der DAX mit dieser starken Aufwärtsbewegung hier dann diese vorherige Schwäche zum US-Markt so ein bisschen aufholte. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich immer das Auge auf dem US-Markt haben, weil gerade am Nachmittag sind eben die US-Märkte richtungsentscheidend. Kurzzeitig kann der DAX sich immer mal, oder konnte er sich in den letzten Tagen und Wochen immer mal lösen, aber lange hält er das meistens nicht durch und somit sollte man dort immer mal so ein bisschen draufschauen. Und wir sind im US-Markt aktuell auf einem sehr starken Niveau, auch oberhalb von wichtigen Unterstützungen, und somit ist ja auch relativ zügig die Fortführung der Aufwärtsseite denkbar, und da kommt als nächstes der 13.200er Bereich natürlich nochmal als Ziel in Frage. Also wenn man hier eben dann Käufe erwischt, wenn man eben den Markt von der Aufwärtsseite sieht, was ich jetzt primär erstmal grundlegend oberhalb des 13.000er Bereiches machen werde, also ich sehe erstmal den Markt mehr von der Aufwärtsseite als von der Abwärtsseite, oberhalb von 13.000, dann sind natürlich hier entsprechende Reisen nach oben denkbar, genauso wie nochmals der Test dieses 13.000er Bereiches, vielleicht sogar nochmal ein kurzes Unterschreiten des Tiefs von Freitag, das ist ebenfalls denkbar, aber dann sollte auf jeden Fall der Markt schnell hier wieder in Stärke zurückfinden und sich dann langsam gegebenenfalls hier nach oben arbeiten. Erstes Ziel 13.200, dann kommt, das können wir uns gleich nochmal zusammengescrollt anschauen, eigentlich gar nicht mehr so viel Widerstand bis 13.300. Also da ist dann schnell Luft von nochmals 100 Punkten und das kann sich durchaus auch aus charttechnischer Sicht teilweise nochmals relativ zügig entwickeln, solange wir, wie gesagt, diesen Aufwärtsmodus behalten.
Sollten diese Long-Gedanken nicht funktionieren, sollten hier Käufe eben auch dieses kurze unterschreiten, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, unterhalb der Freitagstiefs eben nicht so funktionieren, sondern der Markt hier anfangen weiter Schwäche zu finden, dann ist hier antizyklisch, ja, mit dem Gedanken antizyklisch, auch natürlich die Abwärtsseite denkbar, aber wir haben hier aus der Vorwoche und aus der vorletzten Woche diverse Hochpunkte, die oberhalb von 12.900 kommen. Die muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wo entsprechend durch die Stärke immer mal wieder Reaktion kommen kann. Aber grundlegend wäre eine Gegenbewegung bis in den Bereich 12.900 aus charttechnischer Sicht übergeordnet auch kein Hindernis für die generelle Aufwärtsseite. Für uns im Daytrading bedeutet das allerdings, dass man unterhalb von 13.000, wie gesagt, wohlgemerkt antizyklisch, natürlich dann auch mal die Abwärtsseite interessant wird. Aber ich wäre hier dadurch, dass es antizyklisch ist, erstmal nicht, aktuell noch nicht, bereit, hier eben aggressive Ziele zu nehmen. Also wenn man jetzt unter 13.000 shortet, dass man dann sagt, okay, jetzt knallt der Markt definitiv mal schnell Richtung 800, 750 oder 700, was ja dann hier so die nächsten Unterstützungen sind und die wir auch immer wieder hier in dem Bereich hatten, dass der Markt jetzt eben hier mit Volldampf nach unten durchschießt. Das sehe ich aktuell nicht, was da bedeutet. Gerade Montag, Dienstag, wenn man hier shortet, wenn sich Short-Szenarien einstellen, dann etwas defensiverer Natur, vielleicht mit kleinerer Positionsgröße, mit defensiv gewählteren Zielen, nicht zu aggressiv, und dann kann man das natürlich auf der Abwärtsseite mal versuchen, genauso wie wer dann eben nur prozyklisch handeln will, wenn der Markt entsprechend in diese Unterstützungen läuft, und hier würde ich dann mit Triggerkonzepten arbeiten, also wenn der Markt dann hier runterläuft, entsprechend an diesen Unterstützungen entsprechend reagiert, dass man dann natürlich prozyklisch auch vorsichtig hier unten nochmal die Aufwärtsseite handeln kann, denn wie gesagt, übergeordnet kann ich nochmal ganz fett grün einzeichnen, übergeordnet sind wir hier aktuell aufwärts tendierend, ja, hier mal ein bisschen volatiler, so zack, hoch, ja, und so eine Gegenbewegung hier, selbst in den 900er Bereich, wäre für diesen teilweise shoppigen Markt nichts Ungewöhnliches, um dann hier aus diesem Bereich natürlich dann auch die Aufwärtsseite wieder fortzufahren. Untergeordnet haben wir das jetzt hier besprochen, worauf ich im Daytrading achte, dass ich eben nicht hier in einer Bewegung, die sich vielleicht nochmals aus dem Bereich 13.200 hinab bis 12.900 vollzieht, also 300 Punkte, dass ich jetzt permanent nur immer wieder kaufe, 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 sondern dass ich es dann auch teilweise mal, das kennt ihr von meinem Trading, auch auf der Abwärtsseite versuche. Aber das ist jetzt erstmal der Kerngedanke. Und wenn wir dann unterhalb von 900 sein sollten, dann haben wir diese Pfeile hier unten. Ja, und dann wird das natürlich von der Abwärtsseite auch wieder interessant. Und es kann auch sein, dass das natürlich passiert. Aktuell sieht es nicht so aus. Aktuell, wie besprochen, erstmal weiterhin die Long-Seite. Aber umso tiefer wir rutschen, umso mehr Schwäche in den Markt reinkommt, umso weniger Käufer sozusagen da sind, die den Markt halten können, die Verkäuferseite mehr und mehr wieder die Überhand gewinnt, umso wahrscheinlicher wird es dann natürlich, dass wir eventuell dann auch irgendwann wieder Schwäche sehen. Aber das wird wirklich erst hier unten interessant. Das müssen wir dann auch uns entsprechend anschauen, wenn wir hier unten sind. Wie sieht das Bild aus? Wie waren die entsprechenden Bewegungen auf der Abwärtsseite mit Momentum oder ganz langsam? Ja, wie waren entsprechende Gegenbewegungen, stark, schwach? Das sind natürlich alles so Punkte, die man dann einschätzen muss, wenn man hier an diesem Punkt ist, der dann übergeordnet interessant wird. Also der 900er Bereich, ob man dann eben gleich sagt, okay, wenn wir da runterkommen, wir setzen jetzt auf die Abwärtsseite, etwas vermehrt auf die Abwärtsseite, oder man ist erstmal noch vorsichtig, lässt den Markt da unten sich erstmal so ein bisschen austoben, um dann vielleicht einen Tag später zu shorten, oder der Markt ist vielleicht dann doch schon wieder drüber, um dann wieder die Long-Seite sich anzugucken. So kennt ihr das von mir, und da seid ihr herzlich willkommen in den entsprechenden Livestreams, hier immer mit drauf zu schauen, um dann eben auch im DAX, primär am Vormittag im DAX Long oder Short oder am Nachmittag dann auch mit mir entsprechende Setups zu formulieren. Wir rutschen zum S&P. Und wie gesagt, wer sich jetzt hier die S&P-Analyse anschaut, sollte sich auch die DAX-Analyse anschauen vorab, weil natürlich beide Märkte so ein bisschen miteinander korrelieren. Beides sind Indizes. Wir haben diverse Unterschiede. Mal ist der eine Markt oder auch der Dow Jones natürlich gehört mit dazu. Mal ist die US-Seite etwas stärker, mal ist die deutsche Seite, die EU-Seite etwas stärker. Aber prinzipiell bewegen sich natürlich von der Kerntendenz beide Indizes oder die Indizes generell ähnlich oder gleich. Und wir sehen hier im S&P einen wichtigen Bereich, den wir vor zwei Wochen, direkt am Montag, dann auch hier besprochene Trading-Wochenanalyse, den Bereich mit der oberen Grenze, diese Schiebezone um die Marke 2739 in etwa,
wo wir dann eben angefangen haben, diesen Bereich nach oben zu durchstoßen. Wir hatten auch besprochen, dass natürlich vorab die Kerntendenz long ist, dass dieser Markt von unten kam, dann hier eine Konsolidierung in einer Seitwärtsphase sich im Prinzip ergeben hat und dieser Ausbruch nach oben einfach nur eine Fortsetzung der vorherigen Aufwärtsbewegung schon war. Ich hatte hier als oberes Ziel auch für die vergangene Handelswoche als definitiv realistisch eingestuft 2800. Da ist der S&P nicht ganz hingekommen, aber es war für mich auch erstmal wichtig und dafür gehen wir mal auf kleinere Zeitebenen. Und das hat prinzipiell auch funktioniert. Der Bereich 2769 in etwa, man kann ja auch den 70er Bereich nehmen, ja. Alles da oberhalb von diesem Bereich war erstmal grundlegend weiterhin von der Long-Seite aus zu betrachten. Wir hatten aber auch hier, das war dann EZB am Mittwoch, glaube ich, diese Abwärtsbewegung direkt in dieses Unterstützungsniveau rein, Reaktion, wieder der Markt jetzt am Freitag oder war es noch Donnerstag, hier in das Unterstützungsniveau rein, mal kurz nach unten nochmal überpäst und dann hier den Schlusskurs im Bereich 2780 in etwa gefunden. Also oberhalb nach wie vor dieses wichtigen Bereiches, aber schon mal hier mit der Beobachtung, ich würde diese Beobachtung erstmal noch gar nicht so stark werten wollen, aber die Beobachtung, dass der Markt neue Bewegungshochs zwar ausgebaut hat, aber sie nicht nachhaltig ausgebaut hat, sondern relativ zügig, also wenn wir hier dann wieder hochkamen, relativ zügig wieder eine Gegenbewegung kam, nochmals neues Bewegungshoch, die Gegenbewegung etwas stärker. Und jetzt hat er hier mit der nächsten Bewegung kein neues Bewegungshoch ausbauen können, ging wieder zurück, baute wieder jetzt hier eine Bewegung nach oben aus, die erstmal auch unterhalb des letzten Hochs und unterhalb dieser Bewegungshochs liegen. Leichtes Zeichen von Schwäche, Ausrufezeichen, welche sich, wie gesagt, erstmal allerdings noch nicht als solches gravierend werte. Ich habe hier mal ganz grob, ich zeichne das nochmal kurz nach, so ein Trendkanal, ganz vorsichtig, ihr seht, das ist nicht so wirklich sauber, aber einfach mal als kleinen Gedanken für die Aufwärtsseite. Generell, wie gesagt, 2770 ist dann so meine Herangehensweise, würde ich schon den Markt weiterhin von der Aufwärtsseite sehen wollen. Idealerweise läuft der S&P über diesen vorsichtig eingezeichneten, man kann den, ich weiß jetzt nicht, das liegt vielleicht auch so, diese Linie. Nehmt es jetzt nicht für bare Münze, ihr wisst, dass ich mit schrägen Trendlinien sehr, sehr wenig arbeite, sie nur als optisches Mittel nutze, um hier eben Dinge auch zu zeigen. Für mich wäre es wichtig, dass der Markt gegebenenfalls hier diesen Trendkanal nach oben durchschreitet und dann wird es für mich etwas eindeutiger. Denn ich habe nach wie vor auf jeden Fall den 2800er Bereich als ein realistisches Ziel vor Augen. Wenn wir uns die Schwankung der vergangenen Handelswoche anschauen, dann sehen wir eine Schwankung ungefähr 70 bis gut bis 90, also so 20 Punkte, knapp 20 Punkte Schwankung. Wenn wir das jetzt hier an den 80er Bereich ranpacken, dann sind wir hier eben in den Bereich 2800, das ist realistisch. Ja, da kann der Markt hinlaufen. Wenn wir das uns übergeordnet nochmal anschauen, wir gehen hier mal kurz auf den Tageschart, dann seht ihr das hier, dieses Hoch von Anfang März, das ist genau dieses Hoch 2800, dass dieser Bereich natürlich realistisch angreifbar ist, solange wir auch über 2770 bleiben, / 69, eben wirklich realistisch angreifbar ist und dann auch relativ zügig, wenn der Markt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Stärke hat, der Bereich um die Marke 2809/2810 ebenfalls noch realistisch wird, wenn wir denn so schön sauber die Aufwärtsseite weiter vollziehen. Und das sehe ich erstmal wirklich als realistisch. Und erst, wenn der Markt eben diese Abwärtsseite sich erneut für die Abwärtsseite entscheidet, wir gehen wieder zurück auf den 4-Stunden-Chart, zeichnen das hier entsprechend ein. Wenn der Markt, Moment, machen wir hier wieder einen Strich draus und zeichnen diesen Bereich nochmal ein, diese Unterstützung, die hier wohlgemerkt ja schon ein Weilchen drin liegt. Also wir arbeiten ja schon seit einer Weile mit diesem wichtigen Bereich. Sollte der Markt eben doch jetzt hier enorm, nicht enorm, sondern erneut Schwäche zeigen und dann wieder hier runtergehen, dann seht ihr, dass sich hier übergeordnet so eine kleine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs ausbaut, beginnt eben anzufangen, der Markt beginnt zu fallen. Und dann kann es natürlich sein, dass wir dieses übergeordnete Bild, das wir hier haben, das zeichne ich mal ganz fett ein, dass wir hier die Aufwärtsbewegung, Gegenbewegung, Aufwärtsbewegung, und jetzt markieren wir hier, das kennt ihr auch von meinen Analysen ganz banal, zum einen dieses Hoch,
was sich natürlich auch in dieser Schiebezone hier dann eben nochmal ausbaute, dass wir übergeordnet diesen Bereich einfach von oben nochmal testen. Na, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Diesen Bereich einfach von der Oberseite nochmal testen. Und dann wird es hier entscheidend, wie wir es ähnlich im DAX gerade besprochen haben. Und das wäre dann auch das Bild. Deswegen auch mal gern die DAX-Analyse anschauen, S&P-Analyse immer idealerweise beides zusammen. Das wäre das Bild, wo der Markt dann unter 12.900 im DAX rutscht. Das dann eben der S&P, wenn sich hier, wie gesagt, beide Märkte ja irgendwo so ein bisschen annähernd ähnlich bewegen, dass dann eben übergeordnet der Markt bis 2738, 39, 40, das ist so diese Unterstützungszone, hier rutschen könnte, um dann hier sich wirklich Kern zu entscheiden, ob es dann weiter aufwärts geht oder ob der Markt hier zurück in diese Schiebezone rutscht, die wir hier über mehrere Wochen hatten. Und da müssen wir sowieso neu schauen. Ja? Aber erstmal, wie gesagt, Aufwärtsseite, ihr wisst jetzt die entscheidenden Bereiche. Antizyklisch könnte man dann hier dann auch diese Abwärtsseite eventuell in Richtung 2740 handeln, aber ähnlich wie im DAX eher defensiverer Natur. Aktuell will ich erstmal auch noch vorsichtig kaufen, oberhalb von 2770. Und da müssen wir gucken, wie der Markt sich entscheidet. Wie gesagt, 2800 wäre erstmal ein realistisches Ziel, was ich gerade für den Anfang der Handelswoche auch erstmal so betrachten werde. Und dann switchen wir über zum Euro-US-Dollar, der ja auch enorm am Donnerstag mit der EZB-Entscheidung hier Schwäche zeigte. Wobei er vorher nochmal ganz wichtig, oder nicht ganz wichtig, sondern merklich kurz nochmal über den 1,1820er Bereich dippte. Ihr wisst, dass wir in der vergangenen Handelswoche, wir sind jetzt hier auf einem Tageschart, ich zeichne das mal auf dem übergeordneten Bild ein, dass wir gerade in der vergangenen Handelswoche hier in diesem Bereich 18,20 bis runter 1,1730 so eine Schiebezone hatte. Ihr seht ja, jede Kerze ist ein Tag und der Markt schwankte immer in diesem Bereich hin und her, dippte jetzt am Donnerstag nochmal kurz drüber, über diese Grenze, um dann eben mit Schmackes hier auch in etwa 300 Pips auf die oder die Abwärtsseite oder für sich für die Abwärtsseite zu entscheiden. Und diese starke Bewegung ist jetzt, sage ich mal, unterm Strich gar nichts so Besonderes. Ja, man sieht zwar diese starke Bewegung und sitzt dann wie die Maus vor der Schlange vor dem Bildschirm und wundert sich, was passiert denn da überhaupt. Aber im Endeffekt ist es eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Break dieser Schiebezone in Richtung der alten Tiefs. Das haben wir noch nicht mal grundsätzlich erreicht, sondern wir haben hier dieses Unterstützungsniveau, den wir um die Marke 1,16 als Wochenschluss erkoren, haben dann auch diesen Bereich grundlegend hier erreicht. Also das ging hier natürlich relativ zügig. Ja, das kann auch manchmal mehrere Tage dauern, solch eine Bewegung. Aber eigentlich haben wir nur die vorherige Abwärtsbewegung. Wir haben uns erholt und haben dann diese Abwärtsbewegung erneut aufgenommen. Ja, das ist charttechnisch nichts Besonderes. Wir haben auch darüber gesprochen, dass 1,1820 für diese Bewegung ein extrem wichtiger Bereich ist. Ich will das jetzt gar nicht im Detail alles immer nochmal besprechen. Dafür könnt ihr natürlich euch die vorherigen Analysen anschauen oder eben regelmäßig euch die Analysen hier anschauen. Dann wisst ihr in etwa, wie da so meine Denkweise ist, warum, weshalb Märkte in den bestimmten Bereichen dann reagieren sollten. Ja, und ich hatte dann schon gesagt, dass ich, wenn dann in der nächsten, in der vergangenen Handelswoche und auch für die nächste Handelswoche, wobei wir da jetzt natürlich weit, weit weg sind, in der vergangenen Handelswoche war der Gedanke, den Kauf dann oberhalb von 1,1820, wenn er denn eben vollzogen wird, überhaupt der Bruch nach oben, dann in Richtung 1,19 und dann weiter nach oben. Dazu kam es nicht. Somit war von meiner Seite hier eben gerade der prozyklische Kauf oder der weitere Kauf, wir hatten ja hier auf der Aufwärtsseite auch mal gut Geld verdienen können, erstmal gar nicht großartig kam der zum Tragen. So, und jetzt kam diese Abwärtsbewegung und jetzt müssen wir eben schauen, was kann man jetzt aus dieser Abwärtsbewegung sehen. Wir gehen mal kurz in den Wochenchart. Ich möchte euch mal hier erstmal 2017 zeigen. Wir sind 2017 im Euro-US-Dollar sehr, sehr stark nach oben gekommen und wir haben übergeordnet, schaut mal, das ist das übergeordnete Bild auf Wochenbasis. Wir hatten hier ganz, ganz lange Zeit und da liegt bei mir eben auch eine rote Linie im Chart, 1,1350, beziehungsweise auch noch knapp darüber. Wir hatten, Moment, das war jetzt ein Pfeil und sollte ein Viereck werden. Wir haben hier ganz lange Zeit, über fast zwei Jahre, 2014, 2015, immer wieder mit dem Kursbereich als Obergrenze, ich zeichne erstmal nur diese Box ein, als Obergrenze 1,1450 gehabt. Wir sind aktuell mit dem Schlusskurs im Bereich 1,16. Wir haben uns am Donnerstag hier knappe oder um die 300 Pips bewegt. Wir sind im Schlusskurs um die Marke 1,16. Dieser wichtige Bereich, obere Grenze dieser Box ist 1,1450, also gerade mal 150 Pips entfernt. Somit
Definitiv gerade auf Wochensicht ein realistisch zu erreichendes Ziel, sollte der Markt sich weiterhin für diese Trendbewegung der Abwärtsseite entscheiden. Somit wäre erstmal für die Unterseite, um das jetzt hier nochmal aufzudröseln, dieser Bereich definitiv nach unten hier aus dem aktuellen Bereich in dieses Unterstützungsniveau, beziehungsweise in beide Niveaus. Ich würde hier vielleicht sogar noch ein kleines Reinlaufen in diese Box als realistisch ansehen, also der Bereich 1,1360 beziehungsweise 1,1450. Das sind so übergeordnet realistische Ziele, die einfach nur resultieren aus der Fortsetzung dieser Abwärtsbewegung und vor allem, wir hatten hier danach ja dann vergangenes Jahr, wie gesagt, die Stärke, die ich hier eben schon gerade angesprochen habe. Wir hatten dann hier im Prinzip grundlegend eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung bis in den Bereich 1,2050. Ja, hatten dann eine Gegenbewegung in dem Bereich 1,1560 bzw. 1,1116. Das ist jetzt der Bereich, wo wir uns aktuell befinden. Und dann die nächste Aufwärtswelle. Dieser wichtige Bereich, dieser wichtige Tiefbereich hier, der gerne von der Oberseite getestet wird, der wurde schon getestet. Das hatten wir dann eben schon vorletzte Handelswoche, glaube ich, vollzogen. Also das ist jetzt schon kurz her. Der Markt ging nach unten durch, erholte sich und das war diese Aufwärtsbewegung, die wir dann auch gehandelt haben, bedingt, weil hier oft so ein Tief angelaufen wird, mal kurz der Markt durchläuft und dann erstmal vielleicht eine Erholung sich anbahnt. Das hatten wir dann auch entsprechend aufgedröselt und gehandelt. Und jetzt ist eben der Bereich erneut am Anlaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann eben jetzt dann durchlaufen, die ist auf jeden Fall gegeben. Ja, somit hier auf jeden Fall die Abwärtsseite erstmal nachfolgend oder weiterhin definitiv realistisch. Tageschart, Donnerstag, Freitag, minimale Erholung. Ich würde jetzt hier prinzipiell sagen, erstmal, um auch das so ein bisschen einzunorden. Natürlich kann der Markt sich nach so einer starken Bewegung, wie auch am Freitag, allerdings Freitag war es ja noch relativ vorsichtig, kann der Markt sich erstmal nochmal, wir haben eben diesen wichtigen Bereich, auch 1,1670 hier in etwa, da kann der Markt natürlich nochmal hinlaufen. Das wäre für mich auch eigentlich gar nicht so schlimm, denn ich bin jemand, der eben ganz gerne, wenn ich eben sage, okay, es kann jetzt weiter abwärts gehen, dann warte ich ganz gerne eben leichte Erholungen ab, um dann eben entsprechend die Abwärtsseite zu handeln. Und im Daytrading brauchen wir erstmal dieses Ziel hier unten nicht. Ja, weil im Daytrading sich dann eventuell, ich zeichne das jetzt nur mal symbolisch ein, sich vielleicht über die Woche oder über die nächsten zwei Wochen dann in etwa sowas eben vollziehen kann. Ja, und der Markt hier eben langsam in diese Bereiche läuft und dann vielleicht, wenn es eben so läuft, wie wir uns das denken, der Markt dann eben entsprechend in Richtung der Ziele sich bewegt. Und was ich jetzt im Daytrading handeln möchte, ist dann primär die prozyklische Seite. Also primär wollen wir diese entsprechenden Abwärtsbewegungen handeln. Ja? Und somit mache ich mir natürlich Gedanken des übergeordneten Bildes und versuche dann primär prozyklisch die roten Pfeile zu handeln, aber mit dem Hintergedanken, dass ich weiß, dass wir übergeordnet hier abwärts sind, dass ich natürlich dann auch zwischendurch immer mal vorsichtig auch Gegenbewegungen handle, meistens dann an entsprechenden wichtigen Marken, die da Unterstützung darstellen. So, und deswegen machen wir diese Analyse und der Bereich hier um die Marke 1,1670 ist erstmal für die Abwärtsseite definitiv völlig realistisch. Vorsichtig gesagt, sogar ein Rücklauf in den Bereich 1,1730. Ja, auch hier kann der Markt reagieren, noch zurücklaufen, charttechnisch wäre das nicht schlimm, um Kraft zu sammeln, um dann eben durch die Tiefs hier oder durch diese Bewegungstiefs durchzulaufen in entsprechend diese nächsten Unterstützungsniveaus. Somit erstmal primär die Abwärtsseite, idealerweise bleibt der Markt unter 1,1670, würde hier auch erstmal nicht zwingend. Wir haben das zwar in der Vergangenheit dann auch gehandelt, dass wir hier eben die entsprechenden Erholungen in die nächsten Widerstandsbereiche gehandelt haben. Das ist ja untergeordnet dann hier 70, 80 Pips. Wir sind aktuell, um das hier vielleicht auf dem Tageschart nochmal zu zeigen, wir sind ja im Euro-US-Dollar aktuell knapp unter 100 Punkte, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt ein bisschen höher wieder, ja, so gute 80 Punkte durchschnittliche Tagesschwankung pro Tag. Ja, und dann haben wir natürlich in der Vergangenheit, wenn wir wieder auf den 4-Stunden-Chart zurückgehen, natürlich, wie ich es eben auch gerade eingezeichnet habe, immer auch mal vorsichtig dann Gegenbewegungen gehandelt in Richtung der nächsten Widerstandsbereiche, um dann eben natürlich auch prozyklisch die prozyklischen Bewegungen dann halt zu handeln. Aber es ist natürlich denkbar, und das würde ich erstmal nicht machen wollen, am Anfang jetzt erstmal abwarten, dass der Markt eventuell noch ein bisschen steigt oder eben gleich vielleicht sogar ein bisschen Schwäche zeigt sofort, dass diese Erholung schon alles war. Hier Schwäche zeigen, dann bin ich auch gewillt, hier unten etwas aggressiver nochmal auf der Abwärtsseite einzusteigen. Aber erstmal weiterhin alles von der Abwärtsseite. Sollten wir, was nach so einer starken Bewegung auch in die Gegenseite immer mal denkbar ist, starkes Momentum nach oben sehen,
große, fette, grüne Kerzen. Ja, nicht, also sowas hier, ja, so eine Bewegungen, wie sie hier stattfindet, große grüne Kerzen, dann erstmal das erste Widerstandsniveau sein lassen und dann anfangen, im zweiten Widerstandsniveau schon mal vorsichtig Short zu handeln. Ähnlich wie er es hier vollzogen hat. Ja. Sollte er jedoch langsam nach oben laufen mit kleinen Kerzen, dann ist es eben auch denkbar, schaut mal hier, ja, die Kerzen sind relativ klein, immer schon mal zwischendurch Gegenbewegung nach unten. Sollte es so vonstatten gehen nach oben, dann würde ich hier auch entsprechend schon mal anfangen, auf der Seite zu shorten. Ansonsten geht es stark nach oben, dann sehen wir ja hier diese Unterstützung dieser Seitwärtszone, die wir jetzt in den vergangenen Tagen hatten. Dann wird diese einfach von unten nochmal getestet, was definitiv auch denkbar ist und dann natürlich übergeordnet auch nochmal die Abwärtsseite erlaubt. Und all diese oder dieses große Bild werden wir dann eben entsprechend in den täglichen Analysen und also werde ich auch mein Trading dann aufbauen für die komplette Handelswoche, für die nächste Handelswoche. Hier auf diese Bereiche in dieser Art und Weise werde ich dann schauen und dann gucken, dass ich prozyklisch oder eben antizyklisch entsprechend agiere. Kommen wir zum Schluss zum Gold. Bin hier auch im Gold erstmal auf dem Wochenchart, also ein sehr, sehr großes Bild, um hier auch nochmal eins aufzufangen, und zwar das ganz große Bild. Wir hatten auch im Gold am Freitag etwas nachgeholt. Wir haben ja die starken Momentumbewegungen in den anderen Märkten am Donnerstag gehabt. Gold hat dann erst am Freitag eine sehr, sehr starke Momentumbewegung auf der Abwärtsseite gezeigt, aber grundlegend auch prozyklischer Natur. Ich möchte hier nur mal kurz das große Bild einfangen. Also 2017 Gold erstmal eigentlich relativ sauber nach oben gelaufen, hier mal so ein bisschen unsauber, aber haben dann hier aufwärts, dann nochmals abwärts und die letzte Jahresbewegung, auch der Start 2018 war hier aufwärts gerichtet. Dann hatten wir eigentlich Anfang 2018 über mehrere Monate hier so eine Schiebe-Seitwärtszone. Das ist jetzt alles ein bisschen undurchsichtig, weil ich natürlich meine kleinen Widerstände, Unterstützung für die kleinen Zeitebenen, wo ich mich dann hier ja natürlich im Daytrading tummle, hier mit im Markt oder im Chart. Aber wir hatten dann hier diese Seitwärts-Schiebezone und ich hatte zwischenzeitlich dann auch mal auf dem Schirm, das haben wir dann auch gehandelt, dass wir hier diese Aufwärtsbewegung von 2017 hier diese Schiebezone dann nur eine Konsolidierung ist und gegebenenfalls Gold den Weg nach oben weiterfindet. Das hatten wir auch mal auf dem Schirm, das haben wir besprochen. Wir haben wenige Setups mit diesem Gedanken angesetzt, konnten mit dem einen oder anderen Setup auch Geld verdienen, weil der Einstieg nicht per Breakout stattfindet, sondern in dieser Schiebezone dann immer schon stattfand. Was hat der Markt allerdings gemacht? Er hat diesen Bereich, diesen wichtigen Bereich nach unten durchstoßen. Und hier gab sich dieser Bereich, dieser untere Bereich 13,05. Wir hatten einen nächsten sehr, sehr wichtigen Unterstützungsbereich im Bereich 1,90 bzw. 12,90, 12,92. Das ist hier dieses Dicke, das sind auf kleinerer Zeitebene zwei Linien. Da hat der Markt reagiert, hatten dann wieder so eine Schiebezone und jetzt hat der Markt einfach mit der Freitagsbewegung einen erneuten Move nach unten gemacht. Und ihr seht hier jetzt diverse Linien, am Freitag dann eben dieses Unterstützungsniveau hier erreicht. Wir gucken das uns gleich auf kleinerer Zeitebene an und jetzt ist es hier durchaus denkbar, dass dieser Anfang hier auf Wochenbasis sieht man das, dass diese Kerzen eigentlich gar nicht so groß sind, ja, dass es hier natürlich auch erstmal übergeordnet weitergehen kann. Und da seht ihr hier diese nächste rote Linie, das ist der Bereich 12,30 bzw. 12,33, 34. Das ist eigentlich so das nächste kernunterstützende Niveau. Das heißt jetzt nicht, dass der Markt da durchrutscht, aber wir sind erstmal auf Wochenbasis hier jetzt abwärts tendieren, spätestens mit dem Bruch dieser Seitwärtsschiebezone. Und dann gehen wir hier auch auf den Tageschart, können hier diese Situation dann eben nochmals neu einordnen. Wir sehen hier diese Schiebezone zwischen dem Bereich 12,90, 92 bis 13,05 hoch. Hier auch nochmal ein Ausreißer am Donnerstag nach oben und dann diese relativ starke Bewegung am Freitag nach unten, die man dann hier eben prozyklisch auch durchaus hätte handeln können. Ja. Dann der Bereich eben 12,80, dieser Bereich liegt ja auch schon lange hier drin. Und hier ist es jetzt eben denkbar, auch für die kommende Handelswoche jetzt wird es eben hier dann auch realistisch, dass der Markt sich aufmacht. Ähnlich wie der Euro-US-Dollar von der Tendenz in Richtung 12,65. Das ist für mich das nächste kernunterstützende Niveau. Wir haben natürlich hier zwischendurch auch immer mal wieder Bereiche, die natürlich Unterstützung bieten. Ja, weil wenn ich hier im Daytrading irgendwo, müssen wir gleich nochmal detailliert schauen, irgendwo Trades eingehe, nehme ich ja nicht den Bereich 12,65 als Ziel, sondern die Richtung in diesem Bereich und schaue natürlich dann entsprechend auch auf kleineren Zeitebenen, wo kommen hier nochmal kleinere Unterschiede. Aber von der Kerntendenz sollte die Abwärtsseite klar sein.
Wir haben hier erstmal so ein Tief, von das letzte Bewegungstief ist knapp oberhalb von 12,80. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir gegebenenfalls darunter bleiben. Aber hier gehen wir auch nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Dann gibt es einen Bereich, der eigentlich etwas wichtiger ist. Und zwar hatten wir, ich zeichne das mal mit dem, wir hatten hier Mitte Mai war es in etwa, wo der Markt eben diese erste Abwärtsbewegung hier vollzogen hat. Und dann haben wir hier unten so eine Phase gehabt, wo der Markt erstmal immer wieder kurzzeitig neue Bewegungstiefs, sofort wieder zurück. Neue Bewegungstiefs, sofort wieder zurück. Also dieser Bereich, der war hier sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch dieses letzte Bewegungstief hier unten. Und in diesem Bereich zeigte sich, und das zeichne ich mal direkt im Chart ein, weil es hier einfach dann auch ein wichtiger Bereich für die kommende Handelswoche wird. Wir hatten hier schon mal mit diesen beiden Tiefs gearbeitet. Diese beiden Tiefs oder dieser Bereich wurde ja wichtig durch diese Schiebezone, die wir hatten. Und dieser Bereich, der hier schon mal wichtig war, der sollte jetzt übergeordnet eigentlich auch für die kommende Handelswoche so der wichtigste richtungsentscheidende Bereich sein. Also wieder von meiner Seite idealerweise eine Erholung bis in diesen Bereich. Theoretisch sogar 12,90, weil das einfach hier diese untere Grenze war. Aber ich will erstmal den Markt gar nicht so stark sehen, sondern bis dahin und dann spätestens dann eher erstmal hier wieder die Abwärtsseite. Ja, hier dieses Tief natürlich auch interessant, wobei es einfach noch nicht ganz so weit weg ist. Es ist ein bisschen höher, kann es schon gehen. Wir haben jetzt nochmal hier dann diese zwei Tiefs. Das sind natürlich dann auch Bereiche, wo der Markt anfangen könnte zu drehen. Also wir haben hier schon so einige Bereiche, wo der Markt gegenlaufen kann, aber übergeordnet zurück. Und da gucken wir gleich nochmal, was das ist. Ich glaube 85 oder sowas, 87, 88, das ist so der Bereich. Wenn der Markt jetzt aus dem 80er-Bereich nochmal seine 7, 8 Dollar nach oben vollzieht, dann wäre es auch charttechnisch interessant nach dieser scharfen Bewegung, dass es nach unten geht. Wie gesagt, selbst ein Lauf in Richtung 90, 92, charttechnisch noch nichts Außergewöhnliches und die Abwärtsseite wäre charttechnisch weiterhin aktiv. Ja, hier und dann der Markt nach unten. Und erst wenn wir hier drüber laufen, dann sind wir wieder in dieser Schiebezone und dann werde ich hier sofort wieder vorsichtig, weil diese Schiebezone hier, die war wirklich sehr, sehr unschön zu handeln und dieser Schwankungsamplitude wurde dann zeitweise kleiner und dann wieder ein bisschen größer, wieder Test nach oben und dann schoss halt der Markt erst dann nach langer Zeit, nach mehreren Wochen hier nach unten durch. Somit, wenn wir jetzt hier wieder reinlaufen, dann müssen wir auch täglich schauen in den entsprechenden Analysen, was ist dann hier los? Und diese Schwäche, die sich hier zeigt, die wird ja dann sofort relativiert. Also hier die schwachen Hände, die hier Überhand gewonnen haben, die sind auf einmal alle wieder weg. Ja, es kommen auf einmal wieder genug Leute, die Gold kaufen und dann entsprechend ja so doll kaufen, dass wir wieder in einen Schiebezonenbereich reinkommen, wo der Markt sich einfach lange, lange Zeit nicht großartig entscheiden konnte. Und da war 12,98 und 1300 ein sehr, sehr wichtiger Bereich, um das Gold dort gependelt ist. Und wenn das so passiert, dann ist einfach der Markt wieder in einem Bereich, wo sich über mehrere Wochen einfach keiner so richtig entscheiden konnte, wer jetzt hier stärker ist. Ja? Bullen oder Bären, Käufer oder Verkäufer. Und hier ist es dann natürlich schwierig zu handeln. Aktuell hier drunter hat die Oberhand die Verkäuferseite, die dann auch schnell immer mal wieder nach leichten Erholungen die Oberhand bekommen kann. Ja, somit ist hier unten die Abwärtsseite weiterhin interessant. Neue Bewegungstief definitiv denkbar. Wir hatten das übergeordnet besprochen, bis wohin es hier übergeordnet sogar gehen könnte. Und da müssen wir einfach gucken von Tag zu Tag, wie sich das Gold entscheidet. Und Gold ist ja sowieso ein Markt, den ich nicht zwingend jeden Tag handeln muss, sondern eher so ein bisschen in Anführungsstrichen nebenbei mitläuft, mal für die ein oder andere Handelsüberlegung, Entschuldigung. Und da müssen wir eben dann schauen. Aber das erstmal die Überlegung. Und bevor die Long-Seite wieder interessant wird, prozyklischer Natur zumindest, bin ich erstmal etwas vorsichtig. Wir hatten im Chat, das werden wir auch Anfang der Woche besprechen, hier schon mal die Überlegung, dass wenn der Markt hier neue Bewegungstiefs ausbaut, hier eine Idee entstanden ist, nicht von meiner Seite, sondern von jemandem im Chat, dann eben hier unten eine Long-Order reinzulegen. Ah, das werden wir eben mal besprechen. Und wenn man das machen möchte, dann sollte man auf jeden Fall dieses mit Vorsicht tun. Und ich bin dann lieber immer jemand, der etwas defensiver agiert, mir dann zeigen lässt, dass der Markt sich wirklich hier auf tiefem Niveau irgendwo so ein bisschen fängt, um dann die Long-Seite zu handeln, bevor man das sehr, sehr aggressiv tut. In diesem Sinne, ich wünsche euch für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading. Ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn ihr bei den entsprechenden Livestreams mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.